Hallo da draußen, liebe Zuschauer, und willkommen zu einem weiteren Video in der Rubrik Let's Try. Denkt bitte dran, falls ihr später mal auf meinem Kanal davon ein Let's Play sehen möchtet, das Video 100 Likes, wenn es erhält, dann gibt es ein Let's Play später. Diese Version, die ich gerade spiele von The Wild 8, ist noch in der Pre-Alpha, kam gerade heute raus. Das Ganze wird über Kickstarter finanziert, Link in der Videobeschreibung. Wenn es euch nicht gefällt, könnt ihr auch gerne einen Daumen nach unten da lassen, und sobald ich 100 Dislikes bekomme, ist das Projekt gestorben. Das heißt, ihr entscheidet, ob es dieses Spiel später bei mir zu sehen gibt. Ansonsten dient das Video auch eigentlich ganz gut, um einen ersten Eindruck zu gewinnen, und die Spielzeit beträgt meistens so eine halbe Stunde oder länger, kommt immer darauf an, wie viel Content da ist und wie viel Lust ich habe, das Spiel euch zu zeigen. Gerade habe ich richtig viel Bock, ich finde, das Spiel sieht sehr gut aus, und ohne viel zu quatschen, probieren wir einfach mal aus, ob wir denn hier überleben. Wie ihr sehen könnt, haben wir hier einen Flugzeugabsturz hinter uns und sind hier irgendwo im Schnee gelandet. Die Steuerung ist eigentlich recht einfach. WASD, mit der Maus gucke ich. Wir haben hier oben Tutorial Build Shelter. Da steht hier Now Build a Shelter. Das ist dieses kleine Camp. It's located in the Building Panel mit B. Hier unten seht ihr auch einen Hammer mit B. V ist der Rucksack und C ist wahrscheinlich Crafting. Dann habe ich hier unten Health, Stamina, Ausdauer, Hunger und wie kalt mir ist. Kann ich hier rein und raus mit dem Mausrad? Nein, das hier ist die einzige Kamera. Es ist gerade Tagesanbruch, Tag 1, 7 Uhr früh. Nee, abends, PM ist abends. Wir bauen ein Shelter. Denke ich auf das Zelt. Build this to increase your chance of survival. Ja, das sollten wir dann vielleicht bauen. Okay, ein Zelt kann ich, Moment, brauche ich denn mein Zelt? Kann ich das auch drehen irgendwie? Ich zeige mir nicht an, ne? Oh, jetzt wird alles rot hier. Sehr interessant. Ah, jetzt kann ich es drehen. Ja. So. Okay. Gather 15 wood and 5 stones. Also ich muss 15 Holz und 5 Steine holen. Wood and stones by clicking on them using light mouse button. Ja, left mouse button. Okay. I need to warm up quickly. Okay, kann ich jetzt... Verprüge ich jetzt Bäume, ja? Okay, den Baum kann ich nicht verprügeln. Mal gucken. Ah ja, hier. Ah, leck, das ist ein Hase. Ich glaube, ich habe genug Stein. Okay, mir ist schon mal richtig kalt. Guck mal, wie schnell das geht. Und Hunger habe ich auch ohne Ende. Wow. See a speed. Warte, ich bin schon tot? For real, Alter? Wie schnell? Was? Das war, wie lange habe ich jetzt gespielt? 1,5 Minuten und ich bin schon tot? Ja, das war's. Das war das Let's Try dieses Spiels. What the fuck, Leute? Kann man auch Pause machen hier? Hallo? Kann man das auch ganze... Das Ganze ist ja... Wie schnell muss ich denn hier bauen, ey? Zack, Zelt hinbauen und sofort Stein, Stein, Stein. So, ich baue nicht mehr als 6 Holz. Okay, ganz schnell. Campfire, Campfire, Campfire. Enter your shelter and then Campfire. Alles klar. Zack, Campfire, ja, Haken. Okay, now you can build a campfire, it requires 20 woods and 5 stones. Ah, okay, das war jetzt fürs Research. Alter, bin ich gerade schnell gestorben. Fast ein bisschen überrascht. Oh nein, der Baum ist... Oh, was ist das denn für ein Viech? Okay, okay, okay. Gut. Campfire, ey, dieses Tier, Mann. Craften? Campfire. Okay, light campfire. Click on your campfire to light it every try will cost you 1 wood, okay. Failed. Okay, ich habe wieder kein Holz. Oh, fuck this shit. Ey, dieses Vieh hier, ne, macht mich echt narrisch. Lass mich bloß in Ruhe. Yeah. Build a workshop. Now build a workshop. To get the ability to craft C, you will be able to craft your fire, the first weapon. Okay, alles klar. C. Now build a workshop to get the ability to craft. You'll be able to craft your first weapon. Build a workshop.
Steht leider nicht dabei, was ich da brauche, oder? Stamina, Level. Tutorial. Oh, guck mal, das bin ich. Bin ein bisschen eckig, ne? Ah, hier. 20 Holz. 20 Holz. Ich hoffe, ich erfriere nicht auf mich darüber. Oh Gott, ich verhungere gleich. Workshop war hier. Upgrade Shelter to Level 2 to gain access. Okay, ich muss unbedingt... Oh shit, ich muss dieses Tier töten. Oh Gott, hat der viel HP. Ich sehe mich jetzt schon sterben. Oh, ich brauche unbedingt was zu essen, Leute. Sonst bin ich wieder tot. Komm schon. Oh Gott, das Ding macht mich voll fertig. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich muss viel... oh Gott, Leute, nein! oh Gott, warum ist denn das so schwer? Oh. Okay, Restart, als ob wir nicht schon alles mal gemacht hätten. Na gut. Also ich finde es viel zu schwer. Pff. Zack, Tier, bauen, freuen, alles klar, losrennen. Steine. Kann ich gleich mal ein bisschen mehr machen. Und ich fäll gleich mal ein paar Bäume hinterher. Kann ich auch draufbleiben? Ja, ich kann einfach draufbleiben. Sehr gut. Oh, komm, mehr Holz. Solange es noch hell ist. Aber die Zeit vergeht auch so wahnsinnig schnell. Ich habe so krass Hunger bekommen. Das ging auch unglaublich schnell. Okay, Campfire. Oh, beides, den kann ich schon bauen, perfekt. Research. Feuer. Upgrade Shelter to gain access. So, Stick, Weapon, Stick, Craft. Sehr gut. Habe ich jetzt einen Knüppel in der Hand? Primitive Weapon, was macht denn dieses Viech da? Ah, Light Campfire, ganz vergessen. Okay. Habe ich jetzt einen Knüppel oder so? Okay. Check the smoke to the east of the crash site. Use your map ammo tab button. To not get lost. Okay, alles klar. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, was ich mit diesem Reh hier machen kann. Kann ich auch springen? Komm her. Ich habe aber keinen Knüppel in der Hand, oder? Hey, hey, hey. Ah, puh, jetzt rennt das Ding auch noch weg. Okay. Ich habe wieder massig Hunger. Ah, das habe ich jetzt so kacke gebaut, das kann ich hier nicht durch. Gibt es irgendwelche Sachen, die ich hier finden kann? Check the smoke to the east. Was ist denn die Map hier? Da bin ich. Ich sehe mich jetzt schon wieder sterben, weil ich won't last long without food. Ja, ja, ich weiß. Diese scheiß Rehe rennen halt weg. Ach, komm schon. Und wo ist denn hier to the east? Oh Gott, Leute, ich verhungere jetzt schon wieder. Warum ist es so schwer? Mann, Leute, warum habt ihr das denn so schwer gemacht? Check the smoke to the east of the crash site. Ja, ich bin noch auf the east to the crash site hier. Ja, danke für diesen Sound. Ich weiß, ich verhungere. Ist ein bisschen frustrierend, wenn du erstmal alles drei, wenn du dreimal nacheinander das Spiel komplett neu starten musst, nur um einmal hier irgendwo was zu erreichen. Ja, wo ist denn dieser Scheiß? Ich finde noch nicht mal. Guck mal, ich sterbe nur, weil ich diesen blöden Rauch suche. Das kann aber nicht wahr sein. Ach, get lost, Alter, hier. Oh. Oh, ey. Und dann habe ich wieder nichts zu trinken oder wird mir zu kalt, was weiß denn ich, ey.
Ja, das ist schon mal ziemlich scheiße. Ich mache das ja alles gerne. Okay, ich renne jetzt erstmal sofort Smoke to the East. Ich habe wirklich keine Ahnung, was mir die Map damit sagen will. Hier, das bin ich, das ist toll. Research Campfire. I wish I had an axe, ja, verstehe ich. I wish, ich würde nicht die ganze Zeit sterben, nur weil ich verhungere. Wie kann man eigentlich so schnell verhungern? Das ist nicht mal ein Tag rum, Alter. Das bin ich für eine Lusche, ey. Wie kann man denn so schnell verhungern? Okay. Hier, check the smoke to the east, da bin ich wieder. Not get lost. Ja, aber ich verhungere doch schon wieder, Leute. Ah, ich habe kein Holz finden. Okay, jetzt bin ich Holz abgebaut. Frage mich auch gerade, wie ich den... Ich habe einen Stick zwar im Inventar gehabt, aber ich habe ihn nicht benutzt, was ein bisschen bescheuert war. Upgrade to level 2. Achso, Craft. Special. So, jetzt drücken wir kurz Escape und gehen auf Controls. Use Equip. Ah, V Equip. Ne, Equipment ist nur V. Ach, schau her. Jetzt habe ich einen Knüppel in der Hand. Don't get lost, ja. Bitte lass mich dieses Tier töten. Oh, komm schon. Oh, lauf doch nicht weg. Nein, 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 nein. Ich erfriere und ich verhungere schon wieder. Okay, alles klar. Bitte lass mich diese Coin mitnehmen. Kann ich das einfach essen oder muss die... Oh Gott, schaut her, Mann. Mir ist so arschkalt schon wieder. Mir ist schon wieder so arschkalt. Ich will nicht erfrieren. Ich will nicht erfrieren. Ich will nicht erfrieren. Ich will nicht erfrieren. Feuer, 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 Feuer. No! Warum ist es denn so schwer, diese Alpha da, ey? Das geht alles viel zu schnell. Ich habe überhaupt keine Zeit, mich irgendwie mit dem Game auseinanderzusetzen, weil ich sofort tot bin. Liegt hier Essen? Okay, vielleicht sollte ich mal, ich versuche mal hier irgendwas anderes. Vielleicht liegen hier irgendwo Gegenstände rum? Ist hier irgendwo Essen? Ich meine, das ist eine Dose. Wie assi ist das denn? Da steht eine Dose rum, aber ich kann sie nicht nehmen. Und ich suche jetzt erstmal diesen Smoke. Ich habe ja diese komische Mission mit dem Smoke. Ne, hier ist überall kein Item. Das ist alles nur Müll hier. Und wenn ich mich hier nicht wegbewege, um Wasser, was zu essen zu finden, dann sterbe ich, weil ich einfach verhungere. Ich meine, to the east. Ich meine, das ist echt bescheuert. Es ist Tag, ja? Das ist der einzige Vorteil. Ich kann jetzt noch rumrennen, ohne dass ich erfriere. Kann ich jetzt schon Hasen wegknüppeln hier? Bleib du mal stehen, Hase. Oh fuck, sind die schnell. Ja gut, da brauche ich bestimmt einen Stein, oder? Hm, ja klar. Ich finde dieses Lauf to the East echt ein bisschen scheiße, weil ich überhaupt keine Ahnung habe, wo ich hin muss. Auf der Karte wird auch nichts angezeigt. Oh, doch, da wird es angezeigt. Ah, die Karte ist größer, als ich dachte.
So, dann hoffen wir mal das Beste. Na toll, den Stein kann ich nicht abbauen. Okay, nach Norden. Das ist hier so ein komischer Stein. Oh nein, okay, und schon wird wieder dunkel und schon bin ich wieder tot. Das ist die Dämmerung, die dauert 3 Sekunden und dann ist wieder dying. Lasst uns das gemeinsam sterben in diesem Spiel. So, Bilder Shelter. Machen wir doch gerne. Research. Feuer. Und der Reif ist tot. Warum lässt mir das Tutorial so wenig Zeit, um hier klarzukommen, ey? Bilder Workshop. Ja, ich bin am Erfrieren und ich habe voll Hunger. Das kann doch nicht sein, dass ich jetzt als nächstes einen Workshop bauen muss. Wie soll ich denn so... Wie soll man das denn überleben? Oh, Alter, ich krieg langsam die Krätze, Leute. Was ist denn das für ein Game? Warum ist denn das so fucking schwer? Ich frag mich die ganze Zeit, das Tutorial ist ja wirklich hier, da hört sie auf. Iris 816 Flight, check the smoke to the east. Aber ich habe nirgendwo Smoke gesehen und auf der Karte, kann ich den nur aufmachen? Nein. Sehe ich einfach nichts. Frustrierend, sehr frustrierend. Ich meine, am Anfang, ob ich da jetzt was baue oder nicht, ist völlig egal, weil es bringt mir überhaupt nichts, hier jetzt ein Camp aufzubauen. Das Einzige, was ich machen kann, ich kann hier die Ressourcen mitnehmen. Wobei, Holz finde ich überall. Ich glaube, Stein sollte ich einfach mal mitnehmen. Es sind so gefühlte, weiß ich nicht, ihr könnt ja mal, ich schaue mal auf die Uhr, es ist jetzt 17:45. Ist die Aufnahme lang? Gucken, wie lange ich überlebe oder bis ich verhungere. Okay, und to the east. Ich meine, okay, dann jetzt laufen wir aber mal nur in Richtung Osten. Ja. Das Gemeine ist, ich sehe keinen Smoke. Ja, also als Indikator da von wegen, wo geht's da hin? Wo ist da die Party? Ich... Keine Ahnung, wo hier Rauch sein soll. Das sieht mir weder auf der Map, noch sehe ich das hier irgendwie auf der Karte, dass da Rauch ist. Warum starten wir... Ja, das ist einfach zu krass. Ultra schwer. Ey, schaut mal, wie schnell die Schatten laufen. Kann man das irgendwie anhalten? Kann man das schneller, langsamer hier irgendwie... Nein, kann man nicht, ne? Look for something useful in the area of airplane still. Ah, guck mal, jetzt kommt die Nachricht. Ja, danke. Aber erstmal mich hier voll weit an den Arsch der Welt schicken, bevor ich irgendwie so eine Nachricht bekomme. Flugzeug. Da drüben ist das Interessantes. The Airplane's Tail. Also es gibt doch Gegenstände beim Flugzeug. Ich habe da ja vorhin schon rumprobiert. Ich glaube, ich lasse mich jetzt einfach wieder sterben. Ich meine, oh Gott. Ich werde sowieso keine Sekunde mehr länger überleben hier anscheinend. Weil ich wieder erfriere. Toll. Guck mal. Der Hase hält voll. Der ist voll OP. Der lebt länger als ich, der Arsch. Der Hasenarsch. Oh, leck. Jetzt greifen mich auch noch so ein Tier an. Ein Wolf. Komm, greif doch wenigstens die anderen Tiere an, die im Wald sind, Wolf. Oh shit, ich bin sowieso gleich noch hin. Ah, guck mal, fress mich. Hier kannst du mich haben. 17:45, naja, 2 Minuten 15, dann bist du tot in dem Spiel. Was zur Hölle? Was zur Hölle, ey? Warum tut ihr mir das an? Ich würde gerne weiterkommen mit euch, ja? Hier in der Flugzeugstail.
Gucken, hier ist nichts. Hier ist Tell, hier. Hier wird aber auch nichts angezeigt von wegen Item oder anklicken oder es hat keine... Alles, muss ich da hinlaufen? Ist mir nicht ganz klar. So, V, muss ich V drücken? Nein, das ist mein Inventory. Wir gucken mal ganz kurz auf die Controls. Inventory, Open Map, Rotate Camera, Q und E, Dodge. Craft, Build, Equip. Craft, Build und Equipment, V. Use F. Ach, guck mal, F. Okay, ich drücke jetzt überall F. Muss ich da jetzt hingehen? Ja, die Steuerung macht mich jetzt auch gerade ein bisschen fertig, weil man kann WASD zum Laufen und F zum Benutzen ist ein bisschen skurril. Ist hier eine Kreuzkiste? Kann ich auch nichts mitmachen. Ich meine, hier liegen Sachen rum, wie so Dosen und sowas, aber F. Da ist eine Kiste. Das ist aber alles nur Gimmick oder was hier das ist. Oder muss ich erst wieder das Tutorial machen, bevor ich überhaupt irgendwelche Gegenstände aufnehmen darf? Puh. Ich gebe so schnell nicht auf, ne? Aber es ist schon extrem bescheuert, weil ich einfach nicht weiterkomme. Meine, kann ich hier irgendwelche Pflanzen essen oder Äste oder hier sind das hier Beeren oder sowas? Sind es? Ja, es sind welche. Ich hab Berries gefunden. Linke Maustaste. Oh, damn awesome. Oh, aber jetzt erfriere ich wieder. Na, lauf doch mal. Was ist denn jetzt hier los? Was ist denn da? Alpha. Oh, endlich, ey. Schnell Feuer craften. Bild, Feuer. Puh. Bilder Workshop. Kann ich noch nichts researchen. Ich bleibe jetzt mal beim Feuer stehen. So oben Busch. Ah, guck mal. Da hat sich die Hand dann geändert. Oh Gott, Leute, ich werde die erste Nacht überleben. Weil ich Beeren pflücke. Und es gibt so ein Hand-Icon, das ist schon mal super. Healing und Food. Was geht runter? Gluttony. Ja, aber guck mal, super. Puh, es ist Nacht und ich lebe noch. Da war eine Gitarre gelegen. Gott, habe ich lange gebraucht, um diese Beeren zu finden. Ich schöpfe Hoffnung, Leute. Und ich bin am Feuer, das heißt, ich erfriere noch nicht. Was ist das denn hier? Ah, Medical Purpose. Ach Gott, jetzt kann ich doch Sachen aufheben. War ich einfach nur zu blöd vorhin? Habe ich da jetzt nachgeschürt, ja? On this old shrine, you can see the picture of a smiling cow standing on a green meadow. Okay, ist eine grüne Weide. Da steht leider nicht, wie viel die regeneriert, aber es tut was. Und Feuer, bitte bleib da. Okay. Ich hätte gerne die Gitarre. Kann ich die nicht verschüren? Kann ich jetzt eigentlich diese Dose da auch mitnehmen, die eine Dose ist? Nee, voll tricky. Da stand irgendwas von wegen Check the Tail aus. Aber hier war ich schon. Okay, es ist wieder hell, das ist schon mal gut. Kann ich da irgendwas abholen? Nee. Da oben sind noch... Oh, der Hirsch. Okay, check the smoke. To the east of the crash site.
Aber da bin ich hingelaufen. Und ich sehe immer noch keinen Smoke. Aber warte mal, ich crafte mir erstmal so ein Schlägerding. Ah, das kann ich einfach hier craften. Inventory. Ah, ich habe noch eine Dose dabei. Die hält bestimmt aber auch nicht lange. Ich würde gerne einfach lieber in die Richtung laufen, wo meine Maus hinguckt, hinzeigt. Das fände ich angenehmer. Ich muss unbedingt so ein Tier töten. Dieses Canfutter, das reicht nicht, ey. Ah, Berries. Ach, na, jetzt bin ich da. Oh nein, schon wieder so eine Stelle. Was zur Hölle ist das hier jetzt? Ah, okay. Bitte lass mich jetzt nicht mein das Tier verloren haben. Ist es der hier? Ja, nice. Oh shit. Es wird wieder arschkalt. Oh nein, ich... Nein, jetzt hänge ich auch noch fest in den Schnee. Ah! Don't do this to me, Game. Lass mich zum Feuer. Lass mich zum Feuer. Lass mich zum... ich muss einfach ein Feuer machen. Oh shit, ich brauche Stein. Ich brauche Stein. Warum ist denn hier Stein und hier ist kein Stein? Warum ist denn das Stein? Warum ist denn das... Oh Gott, Game! Oh Gott, das wird so knapp. Hey, lass mich doch diesen Stein jetzt abbauen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, war das knapp. Oh, ich schwitze hier, ey. Oh, guck mal, Smoke oder Nebel oder whatever, ey. Okay, und jetzt, can be cooked on fire. Gut. Kann ich das da drauf droppen? Habe ich jetzt ein Holz? Wird das jetzt gekocht hier? Irgendwie schon, ne? I won't last long without food, ja. Oh. Genau, da kommt die gekochte Keule raus. Nice. Puh. Sind hier Berries? Ich weiß ja nicht, wie viel Platz ich in meinem Rucksack habe, aber ich nehme jetzt mal so 50 Steine mit. Was kann ich denn noch craften? Was sind denn das für bescheuerte Steine? Hier steht Throwing a stone allows you stunning an animal. Achso, ja super, hat ja gut funktioniert. Check the smoke to the east of the crash site. So, ich nehme den Stock hier. Diese Teile sind mir schon die ganze Zeit aufgefallen, aber... Ah, guck mal, was ist denn das? Ah, Mushrooms! Okay, ich bin viel zu langsam für das Viech. Okay, wir brauchen Beeren und Mushrooms. Okay, da stehen nochmal Mushrooms. Ich weiß auch gar nicht, die muss ich wahrscheinlich auch wieder beim Feuer kochen. Scheint so, als würde ich hier mich von Feuerplatz zu Feuerplatz hangeln.
Okay, ich bin am Rand von der Map, so wie es aussieht. Hier sind Steine wieder. Ah, hier sind Berries und Pilze. Ich weiß noch nicht, ob ich Berries ins Feuer packen kann. So, jetzt langsam, wo ich es raus habe, nachdem ich ungefähr fünfmal gestorben bin, bin ich eigentlich ganz happy. Weil ich ein bisschen rausgefunden habe, wie ich überlebe. Ich brauche mobile Feuerplätze. Oh, warte mal, kann ich nicht alle reinpacken? Achso, ich muss immer nur einen reinpacken. Schade. Ich dachte, es geht wie beim... Na gut, das Fleisch muss ich auch einzeln reinpacken. Okay. Was ist das denn hier? Ein Baum. Ich glaube, ich muss mal wieder ein Tier töten. Leider. Gucken, wie war das mit dem Craften der Steine? Klamotten, Traps, kann ich alles noch nicht bauen. So, dann die Steine da rein. Das mit dem Werfen ist mir noch ein bisschen suspekt. Na, da ist hier kein Tier in der Nähe. Traue mich aber leider auch nicht so weit weg vom Feuer. Weil das ist jetzt meine einzige... Ah, da oben sonst. Also das mit diesen Steinen, ne? Muss ich da... Werf ich überhaupt? Ich habe keine Ahnung, was ich hier mache. Ich glaube, ich werf gar nicht. Ich glaube, ich rüste die zwar aus, aber ich werfe nicht. Was mache ich nämlich falsch hier? Mal schauen hier. Throwing the stone. Ach. Aber ich wollte doch nicht meine Primärwaffe wegschmeißen. Ich habe doch hier diesen... Ist das dann Primär und der Stein sekundär? Ah. Got it. Oh. Okay, wir craften noch mal ein paar Steine. So, jetzt müsste so langsam wieder Tag werden. Hey, okay, es wird wieder hell. Sehr gut. Ich bin wieder Hunger wie Sau hier. Ja, der hat mich ja super gestunt hier. Ah, komm! Ach, leck mich doch, ey, was denn das für ein Mist hier? Genau, nutzen wir mal so einen backenden... So ein Feder aus hier. Wo das Vieh nicht wegrennen kann. Okay, Feuer bauen, ganz schnell Feuer bauen, Ralf. Boah, das ist knapp. Dieses Spiel lässt dir halt überhaupt keine Zeit. Du stirbst wirklich so schnell hier.
Es ist Tag und ich erfriere. Habt ihr es gerade gesehen, wie knapp das war da unten mit dem roten Balken? Wahnsinn. Kann ich denn das Tier häuten oder so? Ich würde gerne mir mal Klamotten machen, damit ich nicht mehr so schnell erfriere. Okay, hier steht to the east. Dann gehen wir mal ein bisschen runter. Nett, dass meine Fireplaces noch da stehen bleiben. Und Berries. Sieht man auch, und Mushrooms wieder sehr gut. Ich glaube, es wird Zeit für neues Feuer. Achso, das sind ja die guten. Das Ding, da greife ich nicht nochmal an. Das macht mich wieder fertig. Hör auf, so rumzugrunzen. Schmeiß ich einen Stein auf dich. Warum schmeißt du denn jetzt... Achso, ich muss das da unten auswählen. Ah. Schön sagen, warum schmeißt du mein Fleisch auf das Viech? Zum Glück habe ich noch genug Steine dabei, die ich auf jeden Fall brauche. Vielleicht muss ich auch... Es ist immer noch dieses Check the Smoke of to the East. Da komme ich irgendwie noch nicht weiter. Ey. Hase? Ach komm! Was war denn das für ein Wurf? Mega-Fail. Achso, ich wollte mal ausprobieren, ob ich diese Berries da braten kann. Nein. Komm her, Hase. Ach Gott, ey. Genau, jetzt hab ich sie... Dann schmeiß ich die Berries wieder weg. Ah. Weil ich es nicht ausgewählt habe. Okay. Smoke to the East. Ich muss noch weiter runter. Ich schätze mal, es müsste irgendwo hier sein. Aber die Karte ist ja echt groß. Ey, sehe ich das gerade so, diese Balken da anschaue. Habe ich meinen Stick eigentlich noch? Nein, ich habe keinen Stick mehr, sehe ich gerade. Habe ich den denn weggefeuert vorhin? Das heißt, wenn ich jetzt einen crafte... Full. Die Steine sind sowieso für den Arsch. Dieser Angriff ist auch so super lahm. Zähl dich nicht. Wo bist du? Ah, da. Ach, bin ich zu voll gefressen oder was? Wenn ich hier immer... Nee. Ist doch ein Bug hier, oder? Wieso lauf? Oder liegt das daran, dass ich dann einfach... Nee, ich bin nicht voll gefressen. Also was mir ein bisschen, was mich schon jetzt nervt, ist, dass ich so wenig Zeit habe zum Exploren. Guck mal, wie schnell ich wieder unterkühle. Hier gerade dieses Viech da jagen, jetzt muss ich schon wieder ein Feuer machen, damit ich nicht verfriere. Damn it, ey.
Ja, aber scheint so wirklich, dass es mit dem Essen zusammenhängt, wenn ich dann, dass ich so langsam laufe hier. Und die Frage, wo ist dieser? Ach, meine Attacke ist auch super langsam. Nee. Keine Ahnung, wo dieses Hirschding dahin ist. Ach, scheiße, schon wieder ein Feuerborn. Also wenn es wirklich nur daraus besteht, die ganze Zeit Feuer zu bauen und danach zu feuern, ist das ein bisschen ätzend bis jetzt. Aber gut, es ist eine Pre-Alpha, es läuft sehr stabil alles, das Game sieht gut aus, es tut, was es soll, ich möchte mich jetzt gar nicht beschweren. Aber aktuell ist es immer wieder, es wiederholt sich. Oder du stirbst alle 5 Minuten. Und diese Mission, die ich da habe, da komme ich einfach nicht hin. Das nervt mich eigentlich gerade am meisten. Ich glaube nicht, dass ich das irgendwie erreiche hier, dieses Ziel. Das würde ich gerne mit euch noch irgendwie... Ich würde gerne noch sehen. Ah, hier. Ist das hier? Wow, was ist das denn? Alter, ist das Rauch oder ist das Nebel oder what the fuck? Ich bin doch jetzt hier nördlich davon. Player. Ja, danke. Ja, Dead End. Ich dachte, weil hier ganz Schnee liegt, das wäre vielleicht irgendwas, was ich... Nee, das ist sogar eine Sackgasse, sehe ich gerade. Schauen wir, dass wir zu unserem Feuer zurücklaufen. Warum kann ich eigentlich mehr Pilze stacken? Okay. Jetzt ein Holz machen. Ich brauche wieder ein totes Tier, Leute. Okay, ich bin voll, das heißt, ich bewege mich wieder. Pilze und komm, gib mir dein Fleisch, gib mir dein Fleisch. Bleib stehen. Sehr gut. Ah, Feuer. War nicht hier noch Pilze irgendwo? Ja, da. Ah, er rennt schon weg. Er sieht schon, dass ich seinen Kameraden hier gebraten habe. Oh nein, jetzt hab ich's gegessen. Oh, ärgerlich. Na toll, jetzt sehe ich das, dieses Scheißviech nicht da unten. Jetzt, ist es der hier? Nö, ist ein anderer. Ich verprügel einfach alles, was Reh ist. Oder Hirsch oder whatever. Oh, jetzt versucht er sich zu verstecken hinter seinem Artgenossen hier. Tricky Hirsch hier. Ah.
Genau, durch den Baum durch. Bleib stehen. Oh nein. Oh nein. Okay, ich sehe ihn noch. Voll die Jagd hier. Oh, oh, oh. Okay. Ja, nice. Ich hab's gefunden. Okay, 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 okay. Nächste Feuer bedeutet... haben wir noch Stein? Nee, kann ich hier nicht abbauen. So, ich bin... ja, to the east. Wie weit muss ich denn darüber laufen? Guck mal, was ich schon alles erkundet habe und noch nicht wirklich das gefunden, was ich will hier. Eigentlich habe ich gar nichts gefunden. Das ist einfach ein verschissener Wald. Voller Schnee und Bären und Pilze und... na, komm. Achso, ich habe keinen Platz mehr. Zeit für ein Feuer. Check the smoke to the east. Ganz ehrlich, wie weit ist denn hier to the east? Lauf. Ich meine, diese Pflanzen sind ganz cool hier. It is commonly used for medical purpose, aber ich habe noch überhaupt keine medizinischen Notfälle. Irgendwie bin ich mir nicht ganz sicher, was ich damit machen soll. Und hier scheint irgendwie Dead End zu sein. Also ich habe keine Ahnung, wo das Tier hin ist. Warte, also. Stay with me. Ja. Ach komm. Ah, oh, jetzt treffe ich diese Ding nicht. Bitte. Was ist der hier? Jo. Was nicht wegrennen lassen. Komm schon, doch komm schon, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Das ist der letzte Hit, denke ich mal. Ah, nein, einer noch. Da muss ich aber gleich wieder zurück zum Feuer. Yes, Sir. Oh, nicht erfrieren, nicht erfrieren, Ralf, nicht erfrieren. Boah, war das knapp. Gut, Essen haben wir jetzt genug. Das ist schon mal nicht schlecht. Ah ja, ich habe noch lauter Pilze hier, sehe ich gerade. Die habe ich irgendwie völlig übersehen. Vor dem Mushroom-Fabrik hier. Alles klar, weiter geht's. Smoke to the east, wie gesagt. Ich bin immer noch überfragt. Ich laufe jetzt mal wieder hoch zu meinem Camp. Hoffe, dass ich da oben irgendwas craften kann. Check the smoke to the east of the crash site. Use your map, or tab. Okay. To not get lost, ja. Gut. Immer noch ein Rätsel für mich. Weil ich kenne keinen Smoke. Und ich war schon sehr weit to the east. Ich komme aber da nicht hin. Zumindest verstehe ich es nicht ganz. Nein, ich will die Pilze sammeln.
Habe ich noch richtig? Ja. Achso, ich kann ja auch. Oh. Ich habe Pilz weggeschmissen. Ich kann ja mit Q+E die Kamera drehen, fällt mir ein, aber das ist irgendwie eine Funktion, die ich noch nicht wirklich brauche. So, mein Lager. Campfire anmachen hier. So, kann ich irgendwas machen? Bist du irgendwie. Ah, dich kann ich auch aufheben. Ah, warte, das ist anscheinend wieder eine Dose, die ich vorhin übersehen habe. So, da muss ich jetzt wieder. Hey, dieses langsame Gelaufe ist auch so eine Krankheit. Es ist auch völlig behindert. Upgrade the Shattered Level 2 to gain access. Ja, ich weiß noch nicht, wie ich das upgrade. Craften kann ich auch noch nicht mehr. Ich denke, mein Ziel ist es wirklich, dieses hier diese Mission da zu machen, aber ich habe keine Ahnung, wie ich da hinkomme. Ich meine, ich bin hier schon wirklich. Ah, man kann sogar rausscrollen. Sehr gut. Muss ich noch weiter wandern? Check the smoke. Hätten die es nicht ein bisschen leichter machen können oder zumindest Smoke anzeigen lassen können? Ich hau jetzt mal so eine Butterblume hier rein. Ne, geht nicht. Das ist ein großes Fragezeichen für mich gerade, wie ich da hinkommen soll. Und ich weiß nicht, ist es extra so schwer gemacht? Kann nach ist oder warte mal, hier ist glaube ich sogar der Rand, kann es sein, deswegen bin ich ja nicht weitergelaufen. Kann ich hier drin irgendwas machen? Upgrade. Oh, guck mal, das sind Bone Extraction, allows extraction of animal bones, drop chance. Okay, dafür brauche ich was? 25 Holz und Stein. Okay, ist schon mal sehr gut. Dann haben wir schon mal eine neue Aufgabe. Was ist da unten? Achso, das Feuer ist gerade ausgegangen. So. Pilze essen. Was ist das denn hier? Increases Sight Range and Move Speed. Ja, nice, das will ich. Und hierfür brauche ich wieder. Okay, mehr Gegenstände und mehr Holz. Okay. Warte, was war das? Wie viel Stein brauche ich dafür? 35. Kann es sein, dass ich jetzt auch keinen Knüppel mehr in der Hand habe? Ja, der ist auch weg anscheinend. Hat ein bisschen gedauert, sich hier einzufinden. Bin aber sehr gespannt, was ich jetzt für Vorteile habe, wenn ich hier diese Sachen baue oder erforsche. Und 25 Steine. Einen Stein habe ich verpasst. Schade. Bauen wir noch mal ein bisschen mehr Steine ab. So. Was wird denn hier? 35 Holz.
Ah, ich glaube, ich sollte ein bisschen mehr Holz machen. Schon allein wegen dem Feuer, das ich brauche. Weil es ja schon wieder Nacht wird. Und Steine nehmen wir auch wieder mit. So. Feuerchen anzünden, Ralf. Failed. So, ich denke, jetzt habe ich alles gepimpt hier. New Ability Dodge. Okay, jetzt kann ich mich auch... Rip. Ja, geht ja genau. Ich kann so wegdodgen, seht ihr das? Wow, geiler Move. So, Species Healing Solve. Allows to craft Healing Solves. Okay, Upgrade. Weapons. Shaped Bone. Clothes. Traps. Okay, cool. Cool. Das ist schon mal gut. Also, wir brauchen wieder ganz viele Ressourcen. Stein und Holz. Wie ihr seht, geht es auch recht schnell runter, aber Werkzeuge konnte ich noch nicht craften, oder? Eine Axt und sowas, eine Spitzhacke, habe ich sowas hier schon? Nee, ne? Nee, immer noch diesen blöden Stick. Ja, bitte denkt auch dran, wenn ihr jetzt noch zuschaut. Dieses Video entscheidet, ob es von diesem Game ein Let's Play auf meinem Kanal gibt. Wenn es 100 Likes gibt über die Zeit hinaus, bis dann mal der Kickstarter, die Kickstarter-Kampagne rum ist und eben vielleicht eine Beta spielbar ist, dann wird es auch bei mir als Let's Play geben. Das Ganze dann in vielleicht 2-3 Folgen, um das Ganze ein bisschen euch zu erläutern, was sich denn so verändert hat, seitdem wir das hier gespielt haben und was denn so an Neuerungen dazu gekommen sind. Und wenn es euch nicht gefällt, einen Daumen nach unten. Ist auch gar kein Thema. Wenn ihr aber Bock habt, lasst mir auch einen Kommentar da, auch wenn es euch nicht gefallen hat. Oder erzählt mir doch mal, was ihr von diesem Spiel allgemein oder von dem Prinzip haltet. Findet das Rad nicht neu? Nein, das tut es nicht. Aber die Mechanik gefällt mir. Okay, Weapons. Ich kann dann aus Knochen ein Messer machen, ne? Das will ich. Und Klamotten brauche ich auch. 40 Holz, 30 Stein. Aber ich muss mich erstmal wieder aufwärmen im Feuer. Schade, dass ich immer noch kein Werkzeug habe, wie so ein... außer diesen blöden Knüppel. Der ist jetzt nämlich noch nicht so geil hier. Fallen. 30-30. Ich muss auch wieder fürs Feuer mehr Holz machen. Deswegen bauen wir uns hier noch ein... haben wir jetzt noch einen Baum kaputt. Okay, jetzt war ich auf dem Stein. Okay, I need to warm up. Und es ist halt wirklich dann, I need really to warm up so richtig schnell, weil sonst... I'm dead. I'm freezing to death. Gerade schon sagen, wie oft will das denn noch fällen, bitte. Wooden Outfit, allows to craft wooden outfit that will increase your physical and cold defense. Ja, das will ich auch. Habe ich das aber nicht, weil der Straps bauen. So, jetzt kann ich Rabbit Traps machen hier. Oh, Sharp Bone, guck mal. Aber dafür brauche ich natürlich einen Bone, ja. Cloth. Oh, nice, guck mal. Oh, endlich. Schuhe. Leute, Schuhe. Wir haben Schuhe. Ich habe eine Stunde gebaut, ich habe Schuhe. Awesome. Naja. Wollen wir mal nicht so wählerisch sein. Okay, wie crafte ich denn jetzt so eine Falle? Traps brauche ich. Ah, okay. Zum Glück immer noch Holz und Stein.
aufpassen, wenn man Feuer nicht ausgeht, sonst muss ich das wieder anzünden. Teuer mit Holz. So, mehr Holz für mich. Rein da mit der Bude. Okay. Und zum Feuer zurück. Ja, es brennt noch sehr gut. So, dann gönnen wir uns mal so ein Fleisch hier. Um die Lebensenergie oder zumindest meinen Hunger zu stillen. Und die Traps sind, glaube ich, für Hasen, oder? Wie war das? Traps. Rabbit Trap. Automatically alert and catch rabbits and rats within a certain radius. Okay, within a certain radius. Craft. Jetzt weggeschmissen die... Ah, damn, wo ist denn jetzt... Ah, wo ist er hin? Ich habe rechte Maustaste gedrückt und ich... Ah, ist das hier eine Falle? Ist dieser kleine Kreis eine Falle? Wo ich gerade drüber laufe, seht ihr das? Hier, dieser blinkende Kreis? Hm, could be, ne? Könnte sein. Ah, jetzt ein Mushroom, sehr schön. Ist ja auch Bären, nein. Ja noch craften. Die Schuhe habe ich schon, die Trap habe ich, Specials gibt es nicht, Weapons, ein Stick. Ich bin voll. Packen wir hier den Pilz drauf. Und vernaschen den gleich. Und verprügeln dahin jetzt mal das Reh. Wenn ich das, also warte mal, Craft, Stick, Craft. C, nein nicht C, Inventar, Knüppel, zack. Ich hab gedacht, ich bin stärker und schneller jetzt, ja. Dann merke ich aber gar nichts, ey. Schnell mal nebenbei hier noch Berries einsammeln. Ja, Sakrati. Ah, schade, man. Zwei Hits nacheinander wären mal schön gewesen. Dieses Rumgerenne hier. Oh, jetzt ist er wieder nicht sichtbar. Da. Yay, flüchtet er mit einem, wo ich nichts sehe, Mann. Nein, ich habe Baum gehauen. Na, endlich. Oh, ich habe einen Knochen bekommen, so wie es aussieht. So, schnell zum Feuer. Ich hoffe, der Knochen bleibt da liegen. Den kann ich nämlich gleich dann benutzen, um mir ein Speer zu bauen oder so ein Messer auf jeden Fall. Please don't despawn. Nice, da liegt er noch. I should try to sharpen this bone. It can be a good weapon. Genau das habe ich nämlich vor. Ey, hier, Hase. Verprügeln. Wie geht's eigentlich meiner Hasenfalle da oben? Nein, nicht das Feuer verkloppen. War ich da oben eigentlich eine Hasenfalle hingebaut? War nicht irgendwo so ein Kreis oder so? Ich sehe schon gar nichts mehr. Ich habe keine Ahnung mehr, wo das Ding ist. Ich weiß auch nicht, ob ich das richtig platziert habe, ganz ehrlich. Bin ich jetzt echt überfragt. So, wir craften uns jetzt mal hier. Das Ding sieht doch mal viel besser aus als diese beschissene Kack, den wir da haben. Weg damit. Drop. Und
V und hier. Alles klar. Okay, bin mal gespannt. Kann ich die auch stacken? Nein, mehr geht da nicht. Mal ein bisschen sortieren hier das Ganze. Das Holz nach da vorne. Steine ganz vor. Okay. Gut, trotzdem finde ich immer noch nicht... Also gut, ich denke mal, dass wir jetzt einigermaßen gut equipped sind. Was können wir hier machen? Stein brauche ich. Na gut, Stein habe ich direkt um die Ecke. Machen wir mal 80 oder so. Oder vielleicht sogar mehr. Oh, steht man voll geht aus. Machen wir gleich wieder an, weil nobody likes to frieren in the wilderness hier. So, craften. Holz 40. Oh, ich habe kein Holz mehr. Damn. Ganz wichtige Ressource. 40 Holz brauche ich, um das, um die Klamotten zu craften. Ich sollte auf jeden Fall 80 oder so mitnehmen, bevor ich da wieder runtergehe, weil das Feuer muss ich sowieso wieder anmachen. So, einen haben wir noch weg, dann essen wir was und dann machen wir ein Feuer. Jetzt sage ich, nehme mal die Dose mit. Oder ich esse die Dose. Weil die als einziges Teil da unten nicht kommt. Oh, guck mal, wie ich jetzt rennen kann auf einmal. Und bin jetzt so schnell. Was habe ich denn gefuttert, sag mal. Okay, Craft, Cloth, Wicker Outfit, Craft. So, das sollte mir auf jeden Fall wieder ein bisschen mehr... Okay, ich frage lieber nicht warum. Durability 50 can be equipped. Increase the defense against attacks and protection from cold. Sehr gut. Ich meine, ich habe zwar nur... Wow, wäre ich beinahe fast erfroren? Habt ihr es gerade gesehen unten? I don't know. Aber ich bin viel schneller unterwegs. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. So, du gehörst mir, du Arsch. Aber ich... Ich kann den einfach wieder nur hinterherrennen und warten, bis er stehen bleibt. Das ist total behindert. Ich kann während ich schlage nicht laufen. Das ist auch nicht cool. Ich würde den gerne hinterherrennen und die dann dabei hitten. Ja genau, renn direkt zur Feuerstelle. Sehr gutes Tier, gutes Tier. Naja. Der Anfang war auf jeden Fall ganz schön anstrengend, wenn ich mal so überlege, vor was weiß ich, 40 Minuten, wie ich dort die ganze Zeit krepiert bin und jetzt hier eigentlich schon ganz gut unterwegs bin. Inventarplätze sind auch ein bisschen rar, muss ich sagen. Also ich denke mal, was kann ich denn craften? Hier den Bone, Cloth. Ah ja, wir hatten ja hier noch was, Level 2 Waffe, ne? The Torch allows to make torches by combining stick and campfire. Und hier haben wir allow to craft Bone Claw. Steine 50. Auf jeden Fall muss ich wieder mehr Steine mitnehmen, weil sonst habe ich wieder Probleme, falls ich mich ein bisschen außerhalb des Camps bewege, mit dem Feuerplace. So, und das kann ich craften, indem ich zwei, oh, ich brauche zwei Sharpen Bone. Okay, wobei, die habe ich aber. Den einen kann ich craften, den anderen nehme ich aus dem Inventar raus. Ah, Mist, nee, habe ich nicht mehr. Schade. Den habe ich wohl aufgebraucht. Okay, dann müssen wir wieder jagen, wenn ich hier rauskomme.
Aber ich laufe viel schneller. Das ist schon mal sehr gut. Wie ihr sehen könnt. Ganz nicht so rum. Ja, Mann. Einfach stecken geblieben. Okay, Kamera drehen. Gab es da keinen Bone? Nein. Okay, holen wir uns den da. Oh, falsche Richtung gedreht. Und komm. Okay, Fireplace. Drehen. Aber leider keinen Bone bekommen von keinem der beiden. Schade. Ah, dafür habe ich genug zu essen. Da wird mal Zeit, so ein Ding da hinten zu killen. Wildschwein, danke. Genau, Wildschwein heißt das Teil. Ach komm, was soll's, ey. Wenn schon so nah da ist. Wenn es mein Tod ist, dann war's das. Es war schön mit euch. Aber ich glaube, ich überlebe das. Ja, kann ich das noch angreifen? Ja. Ja, sieht gut aus. Mit der Rüstung und so. Nice. Ah, es gibt auch nur 2 Fleisch. Ich hätte mir erwartet. So ein Aufwand. Was macht denn der mit seinem Kopf eigentlich da? Okay. It's currently used for medical purpose. Okay. Dann werde ich mal schauen, dass ich hier... Oh ja, den schnell abschlachten hier, wenn er schon da ist. Dass ich, vielleicht irgendwelche Medizinsachen craften muss. Mein Lager ist unter mir. Okay. Und kriegen wir das vorher noch? Ja, nice. Ich muss hier mal so einen Hasenfall hinbauen. Kann ja nicht weitergehen. Schon viel angenehmer, dass ich jetzt so schnell laufen kann. Der Hasen jage ich erstmal ein bisschen vor mir rum. Warum auch nicht? So, sehr gut. Feuer brennt. Oh, lass mich doch da rein, bitte. Okay. So, jetzt hoffen wir mal, dass wir die beiden Bone, diese Bone Claws craften können. Und zwar hier. Full. Ich bin full, weil ich den nicht stacken kann. Kann ich den dann einfach ins Inventar ziehen und kann dann craften? Ist das eine Möglichkeit? Nein. Es muss in der Leiste da unten sein. Okay. Ätzend. Was droppe ich denn da? Wie? Na, jetzt habe ich es gegessen. Sehr gut. Okay. Auch eine Möglichkeit. Sehr gut. Ich hab's, das Ding. Die Hand nehmen. Yeah, ich bin Wolverine. Was habe ich da denn weggeschmissen? Okay. Na, mal schauen, ob ich hier noch was machen kann. Ja, genau, diese Torch. Kann ich hier noch irgendwas upgraden? Nein, da bin ich auch schon. Fault auch bei Level 2. Ich würde sagen, wir belassen es dabei. Ist eine recht lange Folge geworden. Oh, was ist denn da hin? Oh, nein. Wir müssen erstmal... Habe ich einen Hasen gefangen? Habe ich einen Hasen gefangen? Nö. Okay, schade. Hätte er sein können. Ich persönlich muss sagen, mein erster Eindruck ist gut. Läuft super stabil. Für eine Pre-Alpha sieht das Ganze auch wunderbar aus und erfüllt seinen Zweck. Der Anfang war aber sehr holprig. Aber, und was mich auch ärgert, ist, dass ich diese Mission da nicht hingekriegt habe. Ich spiele seit fast 1,5 Stunden und habe diese Crash-Seite noch nicht mehr gefunden. Vielleicht bin ich auch nur zu blöd, vielleicht wollt ihr es mir in den Kommentaren auch schreiben, was ich vergeigt habe. Ich bin eigentlich ganz happy, weil ich gekommen bin. Ich finde, ich sehe auch total schick aus mit meinen Ästen und mit diesen
X-Men mit der X-Men Claw. Wie gesagt, wenn ihr ein Display haben wollt, wenn das Ganze dann später mal spielbar ist, schreibt es mir in die Kommentare, lasst mich wissen, was ihr von diesem ganzen Video haltet, ob euch das Spiel gefällt. Daumen nach oben, 100 Stück erreichen und es gibt dann eben ein paar Folgen. Daumen nach unten, 100 Stück und es wird keine geben. Vielen Dank fürs Reingucken, ich wünsche euch eine gute Zeit. Schaut auch mal auf Twitch vorbei unter RalfingerTV, da streame ich fast jeden Tag zurzeit und würde mich freuen, wenn ihr auch mal da einen Blick reinwerft. Dankeschön, ich wünsche euch eine gute Zeit und weiterhin viel Spaß auf meinem Kanal und auf YouTube. Macht's gut, ciao.